So wie viele von euch weiß, so bin ich zurück in Schweden und dieser YouTube-Channel, ich weiß nicht, was das heißt, ist normalerweise nur für meine schwedischen Freunde. Ich habe Videos von Deutschland gemacht in Schwedisch und dann alles gepostet, sodass alle weiß, was ich mache in Deutschland und wie mein Auslandsjahr war und so weiter. Aber jetzt ist leider vorbei. Sieht es aus, aber wir wissen nicht genau, vielleicht komme ich zurück, aber mit dieser ganzen Situation mit Coronavirus und ja, wir haben keine Schule in Deutschland mehr und das war ein bisschen blöd, weil ich war da für Schule. Das war die ganze Ziel mit meinem Auslandsjahr. So, hier in Schweden gibt es auch keine Schule mehr, so ich habe nicht so viel zu tun, weil alle meine Freunde hatten doch Schule, aber nur so Online-Schule, so mit Video und so weiter. So haben wir nicht in Deutschland, glaube ich. Wir haben gesagt, dass es ist gut, wenn ich nach Hause fährt, weil 5 Wochen schulfrei, bla bla bla. Und jetzt meine Organisation schickt alle jetzt nach Hause, alle aus der Schule. So, naja, viele hat auch gefragt, warum ich früher gegangen war, aber es war nur scheiße, die ganze Situation. Es ist echt schade und ja, ich bin echt traurig, weil ich wollte nicht mein Auslandsjahr so früh. Aberchen, ich bin nicht komplett fertig. Ich weiß nicht. Also das ist echt, echt schade. Aber wir drücken die Daumen und wir denken, dass ich zurückkomme für April, wenn das geht. Wir müssen mal schauen. Das geht bestimmt nicht, glaube ich. Aber ich komme sowieso zurück für Sommer. Ich weiß nicht, ich muss Tschüss zu alle meine Freunde sagen. Ich habe nicht Tschüss gesagt. Also wirklich. Nur meine Gastfamilie. Und ja, ich vermisse meine Gastfamilie und meine Freunde jetzt. Das ist wirklich eine Woche. So, ja, ich komme zurück. Ich muss so einen Abschluss machen. Und ich hatte nur Handgepäck jetzt. So, ich habe ganz, ganz, ganz viel bei meiner Gastfamilie. Aber ich und meine Gastfamilie, wir haben eine gute so Beziehung. So, ich glaube, alles gut. Aber ich wollte dieses Video nur machen und ja, was ich für meine schwedische Freunde gemacht habe. Weil jetzt habe ich gute Freunde in Deutschland, habe ich gedacht, okay, jetzt will ihr auch sehen, wie alles ist hier. Ich kann nicht wirklich so einen Tag in mein Leben machen, weil ich mache nichts. Aber ich denke, dass ich kann ein bisschen von meiner Stadt und so zeigen. So, jetzt ist es 14:23 Uhr. Halb drei habe ich gesagt, dass ich mit meiner Schwester Fahrrad fahre in der Stadt. Ich habe ein Kleid gekauft. Ja, noch nicht, aber gleich. So second hand. So ich muss sie treffen und das abholen. Und das mache ich in der Stadt. So dann kann ich auch zeigen, meine Schule vielleicht und wie es aussieht in Gävle, wo ich wohne. Und ich hoffe, dass jemand kommt zu mir. Haha. Geht auch. Und ich habe auch gedacht, dass das hier ist eigentlich gut für mein Deutsch, weil es wird nur schlimmer und schlimmer. Also es ist jetzt nur eine Woche und ich bin noch gewohnt mit so Deutsch sprechen. So manchmal fange ich an mit Deutsch und dann so, nein, niemand versteht Deutsch hier. Aber das wäre echt, echt traurig, wenn ich mein Deutsch komplett vergessen, weil ja, weil ich habe eigentlich noch 3 Monate. So das war musste in diese 3 Monate meine Sprache verbessern und jetzt geht das nicht mehr. Achso. Okay. Das ist mein Zimmer. Ich zeige mehr später. Ich muss jetzt losfahren. Das Wetter ist ziemlich gut heute. Es war gestern kalt, also wirklich. Es ist so windig. Ich hätte komplett vergessen, wie windig es ist hier. Und ja, es ist viel kälter als in Deutschland. Ja, es war 17 Grad in Deutschland letzte Woche und hier ist es so 9. Ich finde das kalt. Aber los geht's. Meine Schwester und Vater sind jetzt in Bergen, so Skifahren. Ich finde das eigentlich vielleicht ein bisschen dumm, diese Zeit. Aber meine Schwester muss trainieren. So, naja. Das heißt doch, dass ich kann ihr Fahrrad leihen, wuhu, und ihre Klamotten, haha. Sorry, Emma. Meine Mutter ist zu Hause, aber sie macht Homeoffice. So, es ist besser, wenn ich nicht zu Hause bin. Hinter unserem Haus ist es so Outdoor Recreational Area, steht das da. Ich weiß nicht, das ist so Wald, aber es ist geschützt von Dachgewölben. Hier haben wir auch Pferde. Jetzt sind
sind wir 1,8 Kilometer von wo ich genau wohne. Hier ist meine normale Bushaltestelle. Es gibt auch eine, so 200 Meter von mir, aber der Bus kommt 6-mal pro Tag. So, ja. Hier ist so Rewe, da gibt es Max, da gibt es Burger King, da gibt es McDonald's. Das heißt, dass wir sind sehr ungesund. Ich habe mein Kleid bekommen. Hier ist, ja, ich weiß nicht, hier ist so ein Platz. Hier haben wir eine Galerie, Galerie Jan Nian, Galerie 9, das hört sich besser an in Schwedisch, weil es reimt. Kino, hier haben wir eine andere Galerie, ja, und hier ist so auch eine Shoppingstraße, ich weiß nicht. Es ist ein bisschen leer wegen Corona, aber alles ist noch offen. Eigentlich sind nur Gymnasium und Universität und so, die sind geschlossen. Oh mein Gott, mein alter Lehrer. Oh mein Gott. Gymnasium für uns ist nur die Oberstufe und alle Grundschule, also bis 9. Klasse, die sind noch offen. Und alle Geschäfte und alles, die sind auch noch offen. Vielleicht mit anderen so Öffnungszeiten. Ich weiß nicht. So, jetzt gehe ich zu meiner Schule und zeige das. Auch weil ich vermisse meine Schule. Und dann gehe ich so Secondhand Shopping, glaube ich. Ich bin vorsichtig. Ich bin nicht dumm. Aber ja, wenn alles offen ist, dann heißt es auch, dass die denken, wir sind nicht zu großer Gefahr. Hier ist meine Schule und da ist die Stadt. So, es ist wirklich in der Mitte von der Stadt. Das ist halt so wie in Budenthal. Jävle hat so 100.000 Einwohner. Nicht so groß, aber auch nicht so klein. Wir haben 1.000, glaube ich, Schüler in meiner Schule. Und ja, nur Oberstufe, so letzte 3 Jahre. Es gibt verschiedene Gebäude und das hier ist die Hauptgebäude, wo ich meine, dass alle Programme hat Unterricht, mindestens einmal, wo ich weiß nicht. Aber es gibt auch so, hier ist Gebäude für Tanz, ich weiß nicht genau, Tanz, glaube ich? Nee, die sind bei uns. Ich weiß nicht. Und dann gibt es ein bisschen weiter weg für die das Musikamt. Ich habe Sovi-Programm. Sovi-Programm sind normalerweise in Hauptgebäude, aber ich gehe so International Profile. So, wir haben eine kleinere Gebäude auf die andere Straße. Da habe ich meine Unterricht normalerweise. Hier ist Theater und ja. Hier ist auch meine Schule von der anderen Seite. Es ist nicht so schön hier jetzt, weil ja, es ist nicht so grün. Aber normalerweise im Sommer ist das ziemlich schön. Rathaus, hier ist der Rathausplatz. Von hier geht auch alle Busse. Ja. Und da, ja, ich passiert das, was ich genau habe. Aber hier ist so die große Straße. Secondhand Shopping. Das ist mein Lieblingsgeschäft in dieser Stadt, glaube ich. Ich habe nichts gefunden, jetzt fahre ich nach Hause, aber einen anderen Weg. Also ich kann einen anderen Weg zeigen. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, dass ich jetzt nach Hause komme, so ich kann nur so kurz zeigen. Aber hier, da ist die so Altstadt, glaube ich. Und hier ist die Fluss, ich weiß nicht, ist nicht so groß, Fluss vielleicht nicht, heißt genau der Uhren. Wenn man hier weiterfährt, dann ist es so, ich weiß nicht, wenn das heißt Wald, aber ich will Park sein. Das ist nicht genau Wald. Man kann spazieren gehen, Picknick. Es gibt auch Spielplätze für Kinder und so. Und ha! Im Sommer gehen wir ziemlich oft schwimmen da. Es ist ein großer Park. Es ist sehr schön im Sommer auch. Wir haben auch viele Badeplätze, heißt es so. Ich weiß nicht, wir haben viele in Jävle. Ja. Bicycle Pump, jetzt funktioniert sie perfekt. We made it. Woohoo. Ich glaube, das Haustor wirklich nicht so interessant ist, aber hier kommt man in, hier geht man um, hier ist Küchen, Wohnzimmer. Mehr ist wirklich egal. Das ist mein Schwesterzimmer, hier Badezimmer, Wohnzimmer, hier ist meine Zimmer. Ich will meine neue Kleid probieren, so ich mache das erst. Es ist ein bisschen länger, als ich gedacht habe, aber
6 Euro. Und das ist mir egal. Ich finde das schön. Das passt. But it was like 14 degrees I saw. Mm. But maybe the thing was just under the sun. It's kind of cold. It is quite cold and that you have to like jump. But it's still nice weather. Jump around. Es ist jetzt 6 Uhr und ich habe nicht so viel gemacht. So, ich denke, dass ich jetzt diese Video schneiden. Ich weiß nicht. I'm going to edit the video now. Hm? Wir sehen uns. Ja, ich denke, dass deutsche YouTube-Videos mache ich nicht so oft. Hm. YouTube-Videos überhaupt, jetzt, weil ich zu Hause bin. Aber wenn etwas passiert, dann vielleicht. Okay, tschüss.